Der Kampf gegen die Pandemie wird nur international zu gewinnen sein. Das ist eine relative Binsenweisheit, aber man muss es ja mal aussprechen, wie es ist. In Afrika leben 1,3 Milliarden Menschen, von denen gerade einmal laut WHO 2% geimpft worden sind. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Virus dort so mutieren wird, dass alle Impfstoffe, die wir haben, dagegen völlig wirkungslos ist, ganz abgesehen davon, dass es nichts mit internationaler Solidarität zu tun hat. Doch die Ausweitung der Produktionskapazitäten wird aktuell verhindert durch Patente, durch Geschäftsgeheimnisse und durch den fehlenden Transfer von Know-how. Die Lizenzen müssen jetzt freigegeben werden. Liebe Freunde von der FDP, diesen Impfstoff in so kurzer Zeit zu entwickeln, hätte es ohne den Staat gar nicht gegeben. Um das hier mal klar zu sagen, Millionen Euro Steuergelder sind dort hineingeflossen. Es hätte der Markt einen Scheiß geregelt, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und dann will ich schon eins sagen, wenn das so ist, und das haben Sie, Herr Gesundheitsminister, selbst in Ihren Gesetzen so festgelegt, dann ist es doch wohl das Mindeste, wenn so viel Steuergelder geflossen sind, dass nunmehr die Lizenzen freigegeben werden. Und ich will Ihnen eins sagen, wenn das Virus in einer Art und Weise im globalen Süden so mutiert, dass Sie es hier nicht mehr in den Griff bekommen, dann tragen Sie aufgrund dieser Politik dafür mit die persönliche Verantwortung, um das auch hier ganz deutlich einmal anzusprechen.